Hallo und herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney in die Justice Brawl. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben und jetzt habe ich keinen Plan mehr weiter. Lol, ich schreibe einfach mal alles an. Ist ja blind, Sie sind sicher, dass es Maya Fee war, die Angeklagte? Ja, bin ich mir sicher? Ich weiß nicht mehr ihre Stimme, aber ich habe totale Scheiße. Entschuldigung, nicht Scheiße, sondern halt... Ich kann ihren Akzent doch gar nicht, sie hat einen Akzent und den kann ich ja gar nicht reden, weil ich selber einen Akzent habe. Lotta scheint ziemlich überzeugt von der Aussage eingreifen. Lotta, bitte denken Sie noch einmal an diesen Tag zurück. Wovor redest du hinaus? Ich kann... Erinnern Sie sich, was Sie sagten, als wir den Raum aufbrachen? Oh, das hatten wir ja schon. Ich wurde ermordet, ja, gestern früh. Ja, das hatten wir schon. Ich erinnere mich. Ich greife jetzt einfach mal alles an und überspringe einfach mal alles schnell. Ruhe, Ruhe, Frau H. Gut, das verschiebt die Sache wieder ein. Für einen Strafverteidiger ist eine Verteidigung, ja. Das war, glaube ich, schon alles, gell? Ich würde auch so. Ich greife einfach mal alles an. Leute, keine Ahnung, was das ist. Ich greife jetzt diese Aussage dreimal an und. So, ich mache jetzt mal hier. Gleich geht zur. Was? War das die letzte Aussage? Dann greifen wir mal diese Aussage an. Scheiß drauf, Leute. Bla bla, ja. Ich war tot. Uff, la, schlupp. Nein. Leute, das haben wir schon alles gehört, glaube ich. Gelesen schon. Also muss ich ja nichts sagen. Der Herr Anwalt. Oh, wirklich, was ist gerade gesehen? Der Richter lächelt ziemlich offen. Ich werde es als gutes Zeichen. Ach, genau wie ich dachte, mit der Aussage stimmt alles. Ich war dabei, darum weiß ich, dass ich die Wahrheit sage. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Genug. Wie es scheint, gibt es keine weiteren Probleme mit Frau Harts Aussage. Zum Zeitpunkt der Tat waren nur zwei Leute im Beschwörungsraum. Das Opfer Dr. Gray und die Angeklagte Maya Fey. Hä, jetzt ist was anderes? Na super. Ich hätte lieber lesen sollen. Egal. Das Gesicht der Angeklagten kann auf dem Foto nicht gestaltet werden. Dennoch wird der Umstände in Betracht ziehen, dass es muss es die Angeklagte sein. Was soll ich nur tun, wenn ich das einfach durchlasse? Was ist los, Herr Ryan? Sie sehen aus, als wollten Sie etwas sagen. Ja, ich muss auf Toilette, Herr Richter. Nicht. Wenn ich jetzt etwas Falsches mache, habe ich den Richter gegen mich. Gibt es nicht etwas, mit dem ich zeigen kann, dass das auf dem Bild nicht Maya ist? Machen wir mal. Euer Ehren! Herr Wright, müssen Sie auf Toilette, dann gehen Sie rein. Es ist möglich, dass die Person auf dem Foto nicht die Angeklagte ist. Was? Wissen Sie, was Sie da andeuten? Ja, das ist immer eine Unfug. Und ich rate blöd. Danke, Leute. Ihr Unterstützung ist wirklich auch großartig. Ja, danke. Nun dann, Herr Wright, zeigen Sie dem Gericht bitte einen Beweis,
Beweisen Sie dem Gericht, dass die Person auf dem Bild nicht Meyer Fay ist. Was ist denn das für ein Foto? Kater? Nö, das ist ja ein scheiß Beweis. Oh, Entschuldigung! Ich nehme das jetzt wieder zurück, es tut mir leid, tut mir leid. Ist Meyer Fay nicht Linkshändlerin? Ich bin ratlos. Karte. Was ist das für eine Karte nochmal? Achso. Die Karte. Nochmal eine Karte. Ich bin ratlos. Oh no. Wir verlieren. Mann. Oh, ich glaube, wir haben was falsch gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts beweisen, oder? Weil ich kann wirklich nichts beweisen. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe noch nichts mal. Nun, Herr Wright. Nichts, euer Ehren. Das ist sehr klug von dir, Phoenix Wright. Du solltest wirklich aufgeben, Beweise zu folgen, dass dies nicht Meyer Fay ist. Ich habe nicht gesagt, dass ich aufgeben wollte. Ich habe nur nicht den richtigen Beweis, um meinen anderen Gummen zu beweisen. Das reicht. Tatsächlich, es ist alles, was ich tun konnte. Maya, es tut mir leid, es gießt uns Gefängnis. Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass ein Einspruch unmöglich ist. Ich habe es doch gesagt, vollständig 100% unmöglich. Frau von Kramer, haben Sie weitere Fragen an diese Zeugin? Da ich die Schuld der Angeklagten bewiesen habe, sind weitere Fragen unnötig. Was ist mit der Verteidigung? Keine weiteren Fragen, nehme ich an. Ich könnte Meyer nicht beschützen. Die Verteidigung? Phoenix, du darfst nicht so ein Gesicht machen. Ein Anwalt lächelt, egal wie schlimm es wird. Was zum Henker? Ja, Mami. Ah! Ist das Perlen groß? Hässlich. Entschuldigung. Ich schätze, ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen, oder siehst du das anders? Aber Perl, ihr Kleidung ist etwas eng. Egal, worauf wartest du, Phoenix? Los geht's. Aber wie? Sie hat mir bereits jeden Vorteil genommen. Der Vorteil liegt nicht immer in der Hand. Denk noch einmal scharf nach darüber, was du im Beschuldigungsraum sahst. Erinnerst du dich gerade daran, was du mir gestern erzählt hast? Was? Der war bei mir Dr. Gray! Klick! Das ging ja schon mit dem Foto. Ich wurde ermordet. Hui, schon wieder? Mein Gott, wie viel Mal stirbt dieses Mädchen? Oder was auch immer. Was? Lotta, unter diesen Umständen, das sind die perfekten... Ach ja, kennen wir schon. Da siehst du, das ist das letzte Stück des Puzzles. Mir, befrage Lotta noch einmal, Phoenix. Ich weiß nicht, ob sie es unbewusst oder nicht mit Absicht tut, aber die sagt nicht die Wahrheit. Und wieso ist sie? Also dieses Gericht würde die Kreuzverhörer gerne beenden. Bitte warten Sie, euer Ehren. Die Verteidigung erbittet eine erneute Aussage der Zeugin. Abgelehnt. Was? Ich befürchte, Sie sind zu spät dran, Herr Wright. Das Kreuzverhör wurde beendet. Des Weiteren, aua. Ah, schon gut. Erlauben eine weitere Aussage. Ein von Kammerfall ist perfekt, vollkommen fehlerlos. Und dies ist der richtige Zeitpunkt, um das zu beweisen. Und ich habe das nicht... Ich habe anschließend noch was vor. Na gut, ich erlaube es. Frau Hart, machen Sie rasch eine weitere Aussage. Nun, Mist, worüber soll ich denn reden? Bitte erzählen Sie uns noch einmal, was geschah, als Sie den Beschwörungsraum betraten. Ja, schön. Okay, wie du willst. Siehst du, das ist der richtige Richter.
Überzeugend richtig. Ja, die Frau Kammer schlägt ja jeden mit dem Peitsche herum. Nun, eigentlich war es von Kammers Peitsche, die ihn überzeugt hat. Ja. Was ich sah, Teil 2. Also wir den Raum aufbrachen, konnte ich nur mehr ansehen. Ich war etwas erschrocken, die Leiche darüber konnte ich sehen, mehr nicht ansehen. Ich kann mit Blut und Gestern und so nicht gut umgehen. Aber ich schaffe es immerhin, meine Kamera auf Meier zu richten, um abzudrücken. Klingt genau wie vorher. Einige Teile ihrer Aussage waren sehr vage. Ich sollte es sie in diesen Punkten angreifen. Bemühe dich nicht, während du die bittere Geschmack deiner Niederlage kostest. Also unterhalte mich mit deinen sinnlosen Fragen, Phoenix Fright. Ich warte. Blöde Kuh. Ich sage Teil 2. Als wir den Raum aufbrachen. Ja, Maya. Keine Ahnung. Schocke. Ja, die kann über Blut und so ein Scheiß mit. Ich mit meinem Dingens. Ich nehm's auch wieder zurück. Ich schaff das immer. Es. 2, richtig? 2, was? 2 Aufnahmen. Sie machten 2 Aufnahmen. Aber nur eine ist ins Beweismittel eingerichtet worden. Frau Hart, wo ist das andere Bild, das Sie zurückgehalten haben? Oh no, it's Phoenix. Was habt ihr jetzt eigentlich genommen, was man sagt? Nein, das stimmt gar nicht. Ich war nichts nicht. Ich will nichts Böses. Ich weiß gar nicht gemein sein, aber ich bin nicht böse. Nun, zumindest kennt sie sich. Warum haben Sie denn dieses andere Foto noch nicht dem Gericht gezeigt? Nun, das ist nicht klar. Diese Staatsanwältin hat gesagt, ich soll es nicht tun. Was? Von Karma? Ruhe, Frau von Karma, Sie verstecken wichtige Beweise? Und verzeihlich war von Karma. Auf die Art, Beweise zu unterdrücken, du bist so schlimm wie den Verfeinfach. Dolch. Ich greife mal. Ich mache einen Safe-Sit. Ich greife sie jetzt mal an. Euer Ehren, ich fordere den von Karma wegen Missachtung des Gerichts zu belangen. Nun ja. Ich missachte das Gericht. Nicht, oder? Es kann nicht dein Ernst sein. Aber, du hast Beweise verhalten, absichtlich, das ist nicht fair. Phoenix, bist du ein Anwalt oder eine Schulkind? Ich war so wütend, dass ich die Beherrschung verlor. Frau von Karma, würden Sie sich bitte dem Gericht erklären? Ich dachte, dieses Bild wäre nicht wichtig und sah warum keinen Grund, es einzureichen. Wie kommst du auf diese Idee? Die Bilder waren mehr oder weniger identisch, warum also noch um das zweite kommen? Oh ja, sie hat eine zweite Aufnahme gemacht. Mann. Ich meine, es macht mehr Arbeit als Nutzen bringen, es als Beweise einzureichen. Mehr Arbeit als es Nutzen bringt? Wie kannst du das sagen? Wenn du es so dringend sehen willst, reiche ich es ein. Dankeschön. Das ist doch kein Maya-Gesicht. Was ist das für ein Foto? Das ist offenbar das zweite Foto, das die Zeugin an diesem Tag vom Tatort gemacht hat. Warte. Und jetzt. So, wir sehen uns gleich im nächsten Part. Let's Plays.